So, ist das jetzt hier wieder mit Einführung, Qualifying, Race? Ja. Schön. 23 Kurven, das kann ich mir nie merken. Ja, wenn du dir das untere Ding anguckst, das sind 5 Kurven. Das geht im Grunde genommen nur geradeaus. Ich bin auf das Auto gespannt. Ein klein war. Warum sieht das Cockpit ziemlich interessant aus? Ja. Da wieder so ein bisschen. Ja, ich denke, geht gut. Warte mal, Schaltwippen, dann benutze ich die auch. Was der Wert hat mich überholt? Und Stefano Piccino. Piccio. Lass mal jetzt hier gucken. Los, fahr vor. Was? Ich fahre doch schon. Nein, dich meine ich nicht. Ich habe den Fokus ausprobiert. Ich glaube, der RS ist das, der hier drin ist. Oder ist. Das ist Ja. der erste, der hier drin Der, ist, ja. ja. Boah, der geht auch schon ganz gut. Alter, und ich habe den MX-5 ausprobiert. Was für ein böses Teil, Alter. Vierte Gang 200. Lad schon mal voll drauf, geht dir das Heck weg. Das Okay. ist einfach nur böse. Also ich krieg das Ding hier gerade überhaupt nicht unter Kontrolle. Ja, genau das habe ich gemeint, Alex. Entschuldigung, ich hab gerade hier gelockt. Ja, ich denke, ich gehe mal kurz wieder in die Box. Zurück in die Box. Ich bin direkt dafür, dass wir andere Autos nehmen. Ja, wieso? Weil das ein Auto ist, was ein Wagenheber als Emblem hat. Ja, hat es? Das ist ein Renault. Ja, das steht auf meinem Lenkrad. Aber es ist doch, es ist Renault Sport. Ja, und? Dann ist das Cockpit so schön bunt. Ja, das ist allerdings richtig. Aber du musst erst eine saubere Runde fahren, um die Reifen aufzuwärmen. Ja. Und? Kannst du keine saubere Runde fahren? So viel Power hat er jetzt nun auch nicht. Entschuldigung. Oh, scheiße, da kommen welche. Bist du gerade aus der Box raus oder was? Ach nee, du bist da oben. 2 Kurven Ja, vor mir. bitte. Boah, der musste ja anschieben, ey. Aus dem Stand fährt er ja gar nicht los. Vor allem ist es interessant, welchen Gang du brauchst, um hier den Berg hoch zu preschen. So wie der vor Ah! mir, der anscheinend gar keine Bremse braucht. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ding in der zweiten Runde fährt. Fuck. Hat er kein ABS, Alter? Ah, nee, ist ja Sport. Oh, ey. Ach ja. Was hast du denn? Oh, wer will da denn überholen? Was zur Hölle?
Was ist denn mit der Karre kaputt? Was bauen die Franzosen denn hier? Ey, du bremst, lenkst ein und das Heck bricht dir aus. Ist das nicht ein Frontantrieb? Kein Gas, kein gar nichts. Das ist nicht ein Frontantrieb? Habe ich jetzt so gedacht. Naja, trotzdem. Nicht einfach nur so im Berg runter. Das gibt's doch nicht. Einfach nur so im Berg runter fahre, dann sollte mir eigentlich nicht das Heck ausbrechen. Nee, das wirkt schon wie, ich glaube, ich müsste meine Werkstatt. Das Gefühl schon auf der Rennstrecke hast, dann fährst du das richtige Auto. Ja. Oh. Also nach vorn kommt da ja, so ist ja nicht. Ja, gut, Power kannst du in jedes Auto einbauen. Ich finde auch die Lichtverhältnisse momentan hier gerade ganz schön bescheiden. Na gut, fürs Wetter kann ich nichts. Alter! Das gibt's doch nicht! Wieder einfach rausrutscht! Genau so wie der Bot vor mir. Mein Auto bricht total aus. Bisschen mehr lenken, dann kommt man auch um die Kurve rum. Ich muss noch weniger lenken, weil mein Heck ausbricht, sobald ich das Lenkrad auch nur antippe. Ist das eigentlich ein Allrad? Gar nicht vorstellen. Kann Renault Allrad bauen? Nee. Also wenn es einer ist, offensichtlich nicht. Ja, das muss wenn's natürlich. Wenn es einer ist, können sie es nicht, nein. Ja. Aber es muss ja offensichtlich am Spiel liegen, weil. Ne? Ich sage nicht, dass das Auto schlecht programmiert ist. Vielleicht ist die Karre einfach nur scheiße. Ja, das meinte ich eigentlich. Weil wenn ich mit 90 km/h die Kurve hochfahren muss, damit mir das Heck nicht ausbricht, ne? Ja, okay, gut. Und dann bricht es mir nicht aus und dann fährt mir voll einer hinten rein. Genau so sieht das nämlich aus. Oh. Und da bricht es mir aus mit 60 km/h. 60 km/h eingelenkt Heck bricht aus. Ha. War jetzt hier mal ein bisschen Oma-like. Und vorsichtiger. Ich teste jetzt aus, ob es ein Fronttriebler ist. Wenn er mir ausbricht, trete ich voll aufs Gas. Je nachdem, was er dann macht. Wenn er mehr ausbricht, Hecktriebler. Wenn er sich wieder in die Spur zieht, Fronttriebler. Das auf jeden ist tatsächlich Fall, ein Fronttriebler. Auf jeden Fall ist es ein Heckbremser. Ja gut, das kannst du ja einstellen. Ah, ich komm mit solchen Autos nicht klar im Rennen. Ja. Ich komme mit Autos nicht klar, wo ich die Bremse antippe und der blockiert gleich hinten, als hätte ich die Handbremse. Oder das kann auch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Das ist übrigens auch so. Geh mal in die Box und stell mal den Bremsdruck um. Grüßli. Ja, und wie viel bremst der hinten? Das siehst du vorne, ja, hinten Balance auf 45%. Wobei hinten ist 0 und vorne wird dann 100 sein. Hä? Was? Der bremst dann nicht 100% vorne? Nein. Ja, genau, die Kurve. 100% ist vorne, 0% ist hinten. Und der ist auf 45 eingestellt. Dann bremst der hinten wirklich mehr als vorne? Der bremst, ja, ein bisschen. Dann. Genau, ich hab's gerade umgestellt. Also ich stell's gerade um. Wenn das von 0 bis 100 geht und 0 wäre 100% vorne und 100 wäre 100% hinten. Andersrum. Ja, dann bremst er ja mehr vorne als hinten. 0 ist hinten, 100 ist vorne. Ja, er steht auf 45, das ist mehr hinten. Nein, das ist. Ja. Ja, das ist dann mehr hinten. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob diese Einstellung was gebracht hat. Da hinten war übrigens die Box, Alex.
Ja, bist gerade dann vorbeigefahren. Ja, weil wir so lautstark diskutiert haben. Hast du die Box nicht gehört, ne? Ja. Schlimm ist das. Vor allem dreht er nicht so hoch, da schalte ich schon mal nach Gehör falsch. Bei 6.500, ne? Es ist doch nicht wahr. Alter, beim Hochfahren in der Kurve bricht mir das Heck aus. Die Karre ist kacke. Die ist einfach nur scheiße. Nee, ja, 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 das ist halt Frontantrieb, ne? Wenn dir in Kurven das Heck ausbricht, du hast ja dein Gas weggenommen, ne? Ja. Versuch mal. Nein, klappt nicht, weil ich dann grundsätzlich immer gegen die Wand fahre. Nein, hochzuschalten. Mach genau das gleiche, bloß schalte einmal hoch davor. Nö, hat auch nicht geholfen. Jetzt stehe ich richtig vor einer Wand. Gut, hallo, hochschalten! Ja, wenn das Auto steht im Rückwärtsgang und du kriegst den ersten Gang nicht rein, du musst ja am Knöpfe drücken wie ein Bekloppter. Ey, das gibt's doch nicht! Kann ich schalten wie ein Weltmeister. Also wenn du mit dem Auto fahren willst, gerne. Ich werde dir zugucken. Ich höre jetzt auf. Das macht keinen Spaß. Du hörst jetzt auf? Oh. Ich würde das Auto wechseln. Oh. Und ich weiß, dass ich niemals einen Franzosen fahren werde. Zumindest nicht freiwillig. Ja. Ich bin mit 40 km/h in die Kurve gefahren und das Heck bricht aus. Beim Nichtsmachen. Airbums oder so ähnlich? Ich weiß nicht mehr, wie es... Ich glaube, es hieß Airbums. Citroën Airbums. Da könnt ihr ja mal nach googeln, wenn ihr das wollt. Ja, meinetwegen. Gut, dann wechseln wir das Auto. Sehr schön. Tageszeit und Wetter ist ja zufällig, ne? Ja. So, ich habe auf Verlassen gedrückt. Dann werde ich hier wohl auch rausgehen müssen.